Ja, hallo, grüß euch. Ich bin die Margret, die Wanderführerin vom Poppengut hier herinnen in Hinterstoder. Und wir machen jede Woche circa 3 bis 4 Wanderungen mit den Gästen. Und da sind wir unterwegs im Pyhrn-Brill-Gebiet eben. Und wir haben ein Wegenetz von 600 Kilometern insgesamt. Und da haben wir alles eben von ganz leicht in der Ebene eher unterwegs bis ganz schwierig. Höhenmeter machen wir meistens insgesamt bis zu 800 oder 1000 Höhenmeter. Wer dann noch höher hinauf will, auch auf die ganz hohen Berge, der macht es eher dann selbstständig oder mit einem Bergführer, wenn man unterwegs sein möchte. Die haben wir natürlich auch im Tal. Wir haben auch insgesamt 40 bewirtschaftete Hütten und Almen im Tal, wo wir dann natürlich auch immer einen Einkehrschwung machen. Wir haben auch gleich hier neben dem Hotel den Poppenberg-Klettersteig. Der ist so im mittleren Schwierigkeitsgrad für die, die dann ein bisschen am Felsen unterwegs sein wollen. Es gibt dann auch noch am großen Brill und auf der Spitzmauer Klettersteige. Also wir haben da ganz ein großes Sortiment eigentlich, wo für jeden was dabei ist. Ganz schöne Wanderungen haben wir auch in Spital am Bürn und in Rossleiten zum Beispiel zum Biesling-Ursprung und zum Kleinkersee hinauf. Das ist eine nette Rundwanderung, die sehr einfach zu machen ist. Dann haben wir in Spital am Bürn auch die schöne Klamm, die circa 3 Kilometer lang ist. Ich würde mich sehr freuen, euch als Gäste bei uns begrüßen zu dürfen und mit euch eine schöne Wanderung in unserem Pyhrn-Brill-Gebiet zu machen.